Ihr wollt Tatütata, die Feuerwehr ist da spielen? Na dann los, Ziel des Spiels. Alarm! Flammen in Feuerbach! Brandmeister Bernd und seine Kollegen rücken aus. Leider sind zwei Feuerwehrleute nicht pünktlich einsatzbereit, also muss das Feuerwehrauto ohne diese Spätzünder los. Wer es schafft, die meisten Brände zu löschen, gewinnt das Spiel. Der Aufbau. Jeder Spieler erhält ein Feuerwehrauto mit Blaulicht, ein Feuerwehrteam aus 5 Feuerwehrleuten und 3 Geländekarten. Einen Hydrant, eine Feuerwache und einen Brand. Jetzt werden die Spätzünderkarten gemischt und als 4 verdeckte Stapel in die Tischmitte gelegt. Der erste Stapel besteht aus 4 Karten, der zweite aus 3, der dritte aus 2 Karten und der vierte aus 1. Nun legt ihr die Einsatzkarten neben die Spätzünderkarten. Fertig! Los geht's! Alle Spieler spielen gleichzeitig. Ein Spieler ist der Brandmeister und deckt vor jeder neuen Runde für alle Spieler die oberste Einsatzkarte auf. Jede Spielrunde besteht aus 2 Phasen, die Aufbauphase und die Einsatzphase. Die Aufbauphase. Lege deine Geländekarten wie auf der Einsatzkarte abgebildet aus. Die 5 Feuerwehrleute legst du auf die Feuerwache. Jetzt ruft der Brandmeister Feuer und dreht eine Spätzünderkarte um. Jetzt beginnt für alle der rasante Einsatz. Die Einsatzphase. Die Feuerwehrleute auf der Spätzünderkarte bleiben zu Hause. Ihre 3 Kollegen legst du auf dein Feuerwehrauto. Mit einem Finger auf dem Blaulicht fährst du nun schnell zum Brand. Verlierst du einen Feuerwehrmann, musst du ihn wieder einladen. Achtung! Die Geländekarten dürfen nicht verschoben werden. Kommst du mit deinem Feuerwehrauto am Brandort an, schlägst du mit der Hand auf die aufgedeckte Spätzünderkarte und rufst Brand gelöscht! Alle anderen müssen sofort anhalten. Dein Feuerwehrauto muss an der Brandkarte und an der Hydrantkarte stehen. Wenn du alle Einsatzregeln eingehalten hast, darfst du dir die Spätzünderkarte nehmen. Alle Spieler ziehen ihre Autos und Feuerwehrleute wieder zurück zur Feuerwache. Der Spieler, der den Brand gelöscht hat, dreht die nächste Spätzünderkarte um. Ist ein Stapel der Spätzünderkarten aufgebraucht, zieht der Brandmeister eine neue Einsatzkarte und eine neue Runde beginnt. Spielende. Das Spiel endet, wenn ein Spieler die letzte Spätzünderkarte vor sich abgelegt hat. Wer die meisten Spätzünderkarten gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Tatütata, die Feuerwehr ist da, ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren und dauert etwa 15 Minuten. Viel Spaß!